werde Zeugen wahrer Macht. Sag, was du von mir willst. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Gern geschehen. Was? In Ordnung. Gucken wir doch mal, was hier unten alles war. Also ja, hier sind auch ein paar wenige bombardiert Käfer und Trolle. Und das ist nicht so gut. Okay, zwei Bombardierkäfer greifen mich an. Das ist okay noch. Wie kann ich helfen? Mögen die Götter euch gnädig sein. Für meine sterbliche Klinge. Dein Befehl? Sofort! Was ist los? Ich tu's. Okay, wir sind wieder im Schatten. Also ja, hier sind sehr viele Bombardierkäfer. Oh. Nein, nicht an der Schwertspinne hängen bleiben. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Freddy, renn. Renn um dein Leben. Ja? Brauchst du mich? Sag, was du von mir willst. Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Wie kann ich helfen? Das war knapp. Woran hast du gedacht? Mit Vergnügen. Die Schwertspinnen hätten sie zerlegt. Aber richtig. Schwertspinnen könnte mich verdammt viel Schaden raushauen. Und dadurch, dass sie Permahast haben. Wird das Ganze nicht besser. Ja gut, ein Troll. Ein Troll ist harmlos. Dein Befehl? Ich pack mir meinen Bart in deinem Blut! Ja? Brauchst du mich? Ich meine, den kannst du auch... einfach wegbrennen. Wie lautet deine Aufgabe? Vita, Mortis. Ich tue. Ja, gewiss. Was? Aber ganz ehrlich, bevor wir da unten weitergehen, will ich wissen, was hier war. So soll es geschehen. Ich will aber nicht die ganze Horde Bombardierkäfer auf mich aufmerksam machen. Okay, mit zwei Stück kann ich leben. Sag, was du von mir willst. Euer Leben soll gnädig sein. Euer Himmel soll schmerzlos sein. Wie kann ich... Es soll geschehen. Was ist los? Wenn es sein muss. Aber so wie das da aussah, sind da zig Dutzend Käfer. Stirb nah. Nee, das sind Bohrkäfer, keine Bombardierkäfer. Das erklärt's wahrscheinlich. Dein Befehl? Stirb! Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Wo
Woran hast du gedacht? So soll es geschehen. Oh Gott, was Hagrim schon an Lebenspunkten hat, ist, ist krass. Okay, das sind jetzt alles wieder Bombardierkäfer. Das ist nicht so schön. Jawohl! Ja? Mögen die Götter mir! Immer bereit! Ja, Säureangriffe sind, dass sie die Bombardierkäfer da machen. Das ist doch Goblin-like. Also eigentlich, sie casten eine Todeswolke. Ist etwas nicht in Ordnung? Was halt übelst... Sehr gut. ...übelst böse ist. Gibt's überhaupt Rettungswurf gegen Säure? Nehmen Vergift tot. Versteinern verwandeln. Alle Arten von Zauberstäben. Odemwaffen. Nicht wirklich. Vergiften wahrscheinlich. Sag gewiss. Wie kann sofort? Gut, das heißt, wir lassen uns jetzt noch. Ziehen uns jetzt noch um zurück. Erst einmal. Vorwärts! Wieder hier hinten in den Verschlag. Gut, wir konnten rasten. Ein ganzer Tag. Wir sind schon 24 Vorwärts. Tage unterwegs. Ich höre, so soll es geschehen. Dein Befehl. Einverstanden. Was? Oh, hi. In Ordnung. Ja? Was ist los? Ich also. In Ordnung. Woran ist das alles? Ja? Sag, was du von mir willst. Ich werde tun, was ich kann. Ich höre. So soll es geschehen. Wie kann ich helfen? Kann ich helfen? Dein Befehl. Vorwärts, zum Sieg! Kann ich helfen? In Ordnung. Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Ja? Ich schlage den Stecker. So schnell ich kann. Okay. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Geht da ganz schnell ausschalten? Wie lautet deine Aufgabe? Dich ganz schnell heilen. Vita Mortis. Den auch ausschalten. So. Neue Zauber- und Stufenerhöhungen. ETW reduziert. Trefferpunkte Sagenkunde um 3 erhöht. Wieder halt unsere jeweiligen 5 Punkte. Stufenerhöhung, Rettungswürfe, eine zusätzliche Waffenfähigkeit, Kampfstab natürlich. Dritter Grad, 3 Zauber. Oh, wir kennen jetzt den dritten Grad. Was haben wir? Berserkerrausch. Dieser Zauber ist dem Zauber Personenbezaubern sehr ähnlich. Das betroffene Wesen verwehrt ihn einen Berserkerrausch. Also greift alles an. Blitzstrahl ist, der tötet dich selber. Also in engen Dungeons ist es der Ping-Pong gegen jede Wand und dann kommt er zurück und heizt durch deine Gruppe und du bist tot. Ja, also man schleudert einen Blitz ab und der
prallt halt von jeder Wand ab. Und wenn man Pech hat, prallt er von da einer Wand ab und fliegt auf den Zauber zurück und einmal quer durch die eigene Gruppe. Ja, er kann sogar Mitglieder der eigenen Gruppe treffen. Eislanze. Eine Eislanze auf ein vom Anwender bestimmtes Ziel verursacht Schadenspunkte und zwingt Rettungswürfe. Feuerball muss ich nicht erklären. Großer böser Bumm. Flammenpfeil ist eigentlich auch nicht schlecht. Geisterrüstung, also Flammenpfeil ist wie der Säurepfeil, nur halt mit Feuer. Geisterrüstung. Kriegt der Zauber den Plattenpanzer? Geringe Zauberabwehr. Ja. Edel Zauberabwehr des sechsten Grades, ja, alle als Zauber, die auf das geschützte Wesen gerichtet werden, absorbiert und somit unschädlich macht. Dieser Zauber absorbiert insgesamt vier Zaubergrade. Das betrifft auch Zauber von Schrifttollen und zauberähnliche Fähigkeiten. Flächendeckende Zauber, die nicht auf das geschützte Wesen zentriert werden, und flächendeckende Zauber, die stationär sind, wie beispielsweise Todeswolke oder stinkende Wolke, sind nicht betroffen. Der Zauber wirkt nur gegen Zauber des ersten bis siebten Grades, und zwar so lange, bis der Schutz vollständig aufgebraucht ist. Auch dann wird der letzte Zauber, der absolviert wird, die verbleibende Schutzwirkung übersteigt. Wenn beispielsweise nur noch ein Grad von Zaubern absorbiert werden kann, so wird dennoch der Zauber des dritten Grades absorbiert werden. Okay. Hast es wichtig? Ja, weil dadurch werden halt für ein paar Runden wird alles verdoppelt, das heißt doppelte Angriffe, doppelte Beweglichkeit und so weiter, Hellsehen. Kann der Anwender in seinen Gedanken sehen, wie das Gebiet aussieht, in dem er sich momentan aufhält? Der Zauber wirkt nicht in Gebäuden oder Verließen. Ja, Supi, Illusionen entdecken brauchen wir nicht unbedingt dafür. Das haben wir bei unserer Priesterin. Lanze der Zerschlagung. Erzeugt eine Kraftlanze mit 18 Meter Entfernung. Wesen, die dem Weg der Lanze geraten, erleiden Schaden. Also eigentlich so wie Aragas Hexerei. Magiebann ist klar. Magie zerstören. Da er nur Zauber aufhebt, die auf Feinden liegen, ja. Melfs magische Meteoriten. Können flammbare, sie werden Wurfwaffen behandelt. Dann wieder ruft pro Stufe eine kleine Feuerkugel herbei. Jede dieser Feuerkugeln explodiert beim Aufschlagen in keinem Feuerball mit 30 cm Durchmesser und verursacht Schadenspunkte. Die Meteoriten können inflammbare Materialien im Band stecken, selbst massive Holzpfosten. Sie werden wie Wurfwaffen behandelt, die von Anwender geworfen werden. Er macht einen Trefferwurf mit plus 5 oder leider kein Maß höhere Reichweite. In jeder Runde können maximal 5 Meteoriten geworfen werden. Na, nicht ganz. Monster herbeirufen. Also so wie Untote beschwören, nur mit Monstern. Personen festhalten ist klar. Schutzzauber sind auch klar. Schädelfalle ist was Böses. Da wird nämlich ein Schädel einfach in den Raum geworfen. Und wenn irgendein Wesen sich dem Schädel nähert, dann explodiert er und macht böse Schaden. Ja, kann aber auch von der Gruppe ausgelöst werden. Und Unauffindbarkeit. Dadurch können Erkenntniszauber nicht auf dich benutzt werden. Unsichtbarkeit auf die ganze Gruppe. Untote festhalten ist wie Personen festhalten, nur für Untote. Vampirgriff ist ein Nahkampfangriff, der Trefferpunkte entzieht. Also sowas wie der geringe Lebensentzug, nur halt Nahkampf und besser. Verlangsamen ist auch klar, was das ist. Das Gegenteil von Hast. Und Zauberstoß. Dieser Zauberband den Zauber geringe Zauberabwehr. Die Magieresistenz des betroffenen Wesen wirkt gegen diesen Zauber nicht.
Also ja, das neutralisiert da oben geringe Zauberabwehr. Was immer hilft, ist Hast. Deswegen lernen wir Hast als erstes. Und es irritiert mich voll, dass Hast hier blau ist. Gut. Ja, ich würde jetzt aber mal Sag's sagen, gewiss. wir gehen noch mal hoch. So. Sofort. Weil durch das Zauberaussuchen jetzt habe ich sehr viel Zeit verschwendet und wir haben schon überzogen. Deswegen speichere ich jetzt unter LP008. LP008. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.